Herzlich willkommen bei Garnieren TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist nicht Lukas Müller, ich bin Jendrik Burg. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer ist der Typ da in meinem kleinen YouTube-Fenster? Wie schon gesagt, mein Name ist Jendrik, ich bin der Heini, der sonst die Texte für Garnieren TV einspricht und hinter der Kamera sitzt. Ich möchte eine kleine Miniserie machen, und zwar mit eurer Hilfe. Ich habe vor, ein kleines Nano-Aquarium einzurichten in meinem Büro. Ich bin allerdings momentan noch etwas ratlos, was für Pflanzen, was für Tiere ich da reinsetzen möchte. Und da kommt ihr ins Spiel, da brauche ich eure Hilfe, dazu aber am Ende des Videos einmal mehr. Zunächst einmal möchte ich ganz gerne ein paar Worte zu unseren Sponsoren sagen. Hier neben mir seht ihr ein kleines Aquarium, das haben Lukas und ich vor einiger Zeit zusammen eingerichtet. Und an diesem Ding haben wir bis auf die Tiere nichts selber bezahlt. Und dafür bin ich extrem dankbar. Das Aquarium, die Technik oder der Großteil der Technik ist von der Firma Fluval zur Verfügung gestellt worden und der Rest der Technik von der Firma JBL. Das Gleiche wird jetzt nämlich auch mit unserem Nano-Aquarium passieren. Hier ist das gute Stück. Das wurde nicht von einer Firma gesponsert, sondern von meiner Schwägerin. Sie wollte es nicht mehr haben und da leider die Firma, die wir angefragt haben, uns kein Aquarium zur Verfügung gestellt hat, kommt jetzt dieses Ding hier ins Spiel. So. Das ist das gute Stück. Das ist von der Firma Blau und hat einen Volumeninhalt von 17 Litern. Ist also recht klein. Das ist auch nicht sonderlich hoch. Ja. Sieht man vielleicht nicht so gut. Des Weiteren haben wir diverses Material von verschiedenen Firmen zur Verfügung gestellt bekommen, welches ich ganz gerne benutzen möchte. Und hier haben wir einmal sämtliches Zeug auf einem Haufen. Das sieht jetzt erstmal nach einer ganzen Menge Krempel für nur ein winziges Aquarium aus. Das kleine Ding hat das Problem, dass man keinen vernünftigen Filter dort reinsetzen kann. Also habe ich mich auf der Suche begeben nach einem externen Filter. Das ist von der Firma Sansan ein externer Filter, wie man unschwer erkennen kann auf der Packung. Ich weiß noch nicht, was das Ding taugt, das machen wir in einem separaten Video. So, das ist auch das bisher einzige Objekt, was ich kaufen musste. Alles andere wurde uns netterweise zur Verfügung gestellt. Und ich fange einfach mal von unten an. Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das hier Bodendünger. Vulcano Powder von JBL aus der ProScape-Serie. Das kommt auf den Bodengrund, beziehungsweise erstmal direkt auf die Platte, um dann später da drauf den Bodengrund drauf zu packen. Soll als Bodendünger für die Pflanzen dienen. Als nächstes habe ich das hier. Pro Plant Start, ebenfalls von JBL, und das soll einen schnellen Pflanzenstart bewirken. Da sind eigentlich Starterbakterien drin, habe ich bisher nie gebraucht, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung, was und ob es was taugt. Dann kommt Soil rein. Soil aus drei Gründen. Erstens, ich habe mich noch nicht entschieden, was für eine Tierart da reinkommt. Es kommen auf jeden Fall Garnelen rein, das ist soweit klar, aber sind es Caridina oder Neocaridina, das weiß ich noch nicht. Und ich habe hier auf jeden Fall für beide Arten sinnvolles Wasser geschaffen mit. Für die Neocaridina bedeutet es einfach nur, dass ich ein bisschen mehr aufsalzen muss. Zweiter Grund, Pflanzen wachsen viel, viel besser in diesem Zeug als im normalen Kies. Und der dritte Grund, ich hatte noch einen Sack übrig. Das ist das. Dann kommen wir zum, ja, weil wir gerade darüber gesprochen haben, zum Pflanzen. Ich habe zwar diverse Ausstattung in Form von Pinzetten und Scheren, aber ich will die nicht immer zwischen dem Büro und hier hin und zwischen dem Büro und zu Hause hin und her tragen. Deshalb habe ich jetzt hier eine kleine Schere, eine Wave-Schere und eine Pinzette. Ohne Pinzette macht es einfach gar keinen Spaß zu pflanzen. Die Wave-Schere ist unglaublich fantastisch, um Pflanzen vom Boden abzuschneiden, und die ist einfach für Kleinigkeiten ganz prima. Und dazu, unbestellt, habe ich diese schmucke Tasche bekommen, wo man das Werkzeug reintun kann. Jo, wenn wir von Pflanzen reden, reden wir natürlich auch von Dünger. Dazu gibt es Eisendünger, NPK-Dünger und ganz wichtig, das CO2.
die Bio 160 ist vielleicht etwas übertrieben für dieses Aquarium. Ich hatte auch um eine 80er gebeten, aber halt eine 160er bekommen. Ist aber auch nicht schlimm. So doll gast das Ding auch nun wirklich nicht aus. Und zu guter Letzt, damit Pflanzen wachsen, brauchen wir natürlich eine Lampe. Bei dem Blau-Aquarium ist auch eine Lampe dabei, die finde ich aber nicht sonderlich gut. Deswegen ist die rausgeflogen und dafür setzen wir diese hier ein. Die war noch da, die dürfte dafür gut funktionieren. So, und als allerletztes. Für die warmen Sommertage, in meinem Büro wird es richtig, richtig warm im Sommer, brauchen wir ein Kühlgerät. Das ist die neue Cooler-Serie von JBL. Die habe ich bereits auf meinem anderen Aquarium getestet, funktioniert sehr gut, ist nicht allzu laut und hat vor allen Dingen eine Steuerung mit dabei. Also nicht mit dabei, man muss sie separat kaufen. Der misst die Temperatur im Aquarium und wenn die Temperatur über eine bestimmte Wärme hinausgeht, schmeißt er den Kühler ab. Jetzt habt ihr einmal gesehen, was an Technik zur Verfügung steht und wie das Aquarium aussieht. Jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns Vorschläge für den Tierbesatz und Pflanzenbesatz schicken würdet. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit dazu habt, auch gleich noch eine Skizze von dem möglichen Layout schicken würdet. Lukas und ich suchen dann das schönste Layout davon aus und werden das entsprechend umsetzen, beziehungsweise ich werde es entsprechend in meinem Büro umsetzen und das Ganze natürlich wieder auf Video festhalten und euch dann präsentieren. Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!